Ja, ich stehe hier in diesem wundervollen Ambiente auf Big Island und habe jetzt ein paar Videos aufgenommen für meine bevorstehenden Arbeiten und so weiter. Und ich möchte euch jetzt einfach noch frei was dalassen. Gestern war ich ganz lang mit den Delfinen im Wasser. 80, 90, 100 Stück, keine Ahnung. Und die Zeit ist verflogen. Und ich glaube, 1,5 Stunden oder 2 Stunden war im Wasser. Und wie ich einmal hochgeschaut habe, die Schnorchelbrille runter habe vom Kopf und war ich ganz weit draußen. Es war wirklich weit, ja, und es war relativ dunkel auch schon unten. Also man hat auch den Grund nicht mehr gesehen. Und ihr müsst wissen, ich habe sehr Respekt vor dem Wasser. Obwohl mir meine Spirits immer sagen, ich habe Wasserwurzeln. Ja, bin ich so ein Schisser, ja. Ich würde zum Beispiel nie irgendwo draußen auf dem Ozean vom Boot ins Wasser springen. Und ich habe mir so für mich gedacht, no, diese Angst, die muss ich nicht lösen. Ja. Irgendein paar Ängste darf ich auch behalten. Aber weil ich nicht wirklich hinwollte, ja, weil mir das eine Energie ist, die dann doch, wenn ich heute hinfühle, sehr viel Raum eingenommen hat und mir das letzte Jahr gezeigt wurde, ich komme nicht drum rum, ich habe auch diese Energie zu lösen, weil sonst zeigt sie sich in anderen Spiegelbildern, wie beim Autofahren oder einfach in so ja, alltäglichen Dingen oder in Ängsten wieder um meine Kinder oder irgendwas. Ja. Ich habe so viele Ängste schon gelöst, also ich habe jetzt nicht mehr wirklich groß vor irgendwas Angst und mein Vertrauen ist so immens, dass ich alles regeln kann, ja, was in meinem Leben auf mich zukommt und auf meinem Lebensfluss passiert. Da ich dieses Schöpfergehen in mir einfach da habe und integriert habe und freilegen durfte. Da all dem Wissen über die letzten 12 Jahre und so weiter. Ja. Und doch war das noch immer so ein blinder Fleck. Und wie ich dann gestern wahrgenommen habe, wo ich bin, kam kurz, wurde es eng in der Brust. Ja. Und die Delfine haben schon gewusst, was sie tun. Die haben mich da wirklich mit rausgenommen. Doch diese Faszination und das Vertrauen und das Sein und das Spielen, das einfach mit ihnen mitgehen, schwimmen. Und dann habe ich das gesehen. Und dann kam dieses Gefühl, ja, dass ich von vielen, vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren war das da, dass sie dann kurz so anfühlt, wie der nächste Schritt wäre eine Panikattacke. Hm? Und ich habe mir gedacht, Panikattacke, keine Luft mehr bekommen, da draußen auf dem Meer, scheiße. Das ist scheiße. Und mein Mann war auch irgendwo, ja. Also, das hat schon alles seinen Sinn gehabt, dass sie da alleine war. Und gut, was habe ich getan? Ich habe meine Taucherbrille wieder aufgesetzt, habe mich zentriert, habe das getan, wie ich es weiß zu tun, um mich aus so einer Situation in Ruhe zu fahren, runterzufahren, wieder eine ruhige Atmung zu kommen und dann sagen, so und jetzt. Jetzt geh es an, Delfine, helft's mir bitte, ja. Mein Spirit commanded, ja. Hier, command your spirit, sagt der William, dieser Ur-Hawaiianer. Command your spirit. Wenn du mal so weit bist und in deinem Wissen stehst und in deiner Weisheit die kosmischen Gesetze für dich erfasst hast, lebst, mit deiner Mentalkraft umgehen kannst, command your spirit. Tritt zurück, tritt einen Schritt zurück aus deinem ganzen manifesten, eventuell noch Ego-Anteilen und es ist immer irgendwo noch ein Stück weit was da, ja, was der Verstand leitet. Tritt zurück, lass deinen Verstand in den Hintergrund treten und dann ruf sie alle die Spirits, command your spirit und frag, was jetzt zu tun ist oder beauftrag sie, genau das zu tun, dir die Info zu geben, die du jetzt brauchst, je nachdem, was dann gebraucht wird, ja. Und dann habe ich gefragt, so, jetzt helft's mir, was ist zu tun?
Und ich bin relativ ruhig gewesen. Und dann ist ein Delfin gekommen, der ist vor mir so gesprungen und hat mir die Leichtigkeit auch wieder mit dazu gegeben. Und ich war dann von jetzt auf gleich wieder sehr im Vertrauen. Noch nicht ganz, aber sehr im Vertrauen. Und dann kam, lös die Urangst vor den Elementen. Vor den Elementen. Versteht ihr, was ich euch damit sage? Ey, mir ist da draußen sowas von ein Licht aufgegangen. Mir hat's im Wasser die Haare aufgestellt, mir hat's grieselt. Ich habe Freude bekommen, mein Herz ist noch weiter geworden. Da hat mir gedacht, ja klar, die Elemente. Was tun wir auf unserem bewussten spirituellen Weg? Wir integrieren mit Freude, mit Energie, mit Kraft, mit was auch immer, für allen Ritualen und Wegen, die jede Einzelne oder jeder für sich da hat. Erde, Feuer, Wasser, Luft, Spirit. Mit dem Spirit, wenn wir den als fünftes Element mit integrieren, integrieren wir ja gleichzeitig auch die kosmischen Gesetze. Und wenn wir nicht firm sind oder nur nicht ganz im Wissen stehen, was es bedeutet, wenn wir uns, je weiter wir uns entwickeln, auch mal gegen kosmische Gesetze verhalten. Ja, da scheppert es nur so in der Energie zu Hause und wir wissen oft nicht, wo es herkommt. Was in unseren alltäglichen Situationen dann, wenn die Abwärtsspirale kommt, ja, wo wir ansetzen müssen, was zu tun ist. Natürlich gibt es da ganz, ganz viele andere Verhinderer und Dinge, die man, wenn man so auf dem Weg ist, zu heilen hat, zu lösen hat, zu erkennen hat. Da glaube ich, muss ich jetzt nicht einsteigen, ja, weil da weiß jede, hallo, da ist viel zu tun. Und es kann aber auch immer leichter werden in der heutigen Zeit. Es ist immer leichter. Besonders wenn man ja dieses Schöpfergehen in uns wirklich da haben und integriert haben und damit umgehen, danach handeln, damit arbeiten. Nicht nur schwätzen und ja, Punkt. Was habe ich getan? Ich bin eingetaucht, da draußen, im wahrsten Sinne des Wortes, eingetaucht. Mit Atlantis, mit Lemurien, mit den Delfinen, mit meiner Schöpferqualität, mit meiner Schöpferinnenmacht. Und aber mit aller Liebe und Weite, die ich in diesem Moment haben konnte, ja. Ich habe gesagt, so, Ozean, okay, oft bin ich wahrscheinlich schon abgesoffen, ja. Und was auch immer passiert ist, oder was ich auch immer ausgelöst habe, in welchem Leben. Ich komme mit dir in Frieden. Ich gehe mit dir in Frieden. Ich löse diese Urängste in mir. Spirit, beauftragt, helft's mir, diese Angst zu lösen. Diese tief, tief in meinen Zellen versteckte Urangst. Boah. Und es war mega, und es war gut, und es war so heilend, so erfrischend. Und dann bin ich irgendwann, also dann, nicht irgendwann, dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht, weil ich habe eine lange Strecke gehabt, um wieder reinzukommen. Und dann habe ich das zum Robert erzählt, und er hat sich das angehört und hat gesagt, ja, es ist sehr essentiell, was ich da jetzt wahrgenommen habe, und so sehe ich das auch, ja. Denn sicherlich sind wir über viele, viele Leben nicht immer gut dabei wegkommen, wenn wir mal in einem Tsunami waren oder mit einem Tornado oder mit, ich weiß es nicht, ich kann es euch gar nicht, das muss jeder selber hinfühlen, was das für euch bedeuten könnte, ja. Die Urängste in den elementaren Energien. Oder vielleicht auch, es ist mir auch ein Stück weit nur gezeigt worden, da muss man einfach gucken, wenn wir unsere Macht missbraucht haben in früheren Leben, als kraftvolle Elementarfrau. Wir konnten den Sturm beauftragen, loszuziehen. Wir konnten mit den Blitzen umgehen. Wir konnten die Wellen höher schlagen lassen.
wo haben wir das missbraucht, wo haben wir damit zu unseren Gunsten gewirkt, zerstört, vielleicht sogar Völker und Welten untergehen lassen. Ja, ja, weiß man's? Weiß man's? Und das gebe ich euch jetzt einfach so in Worten. Und wenn der Zeitpunkt da ist bei mir, vielleicht sogar heute, weil ich bin heute den ganzen Tag alleine hier und werde noch die restlichen Meditationen aufnehmen, die ich so vorhabe für meine Dinge, die einfach da sind, ja. Vielleicht nehme ich heute oder demnächst irgendwann eine Meditation auf, um diese Urängste in den Elementarenergien in uns aufgezeigt zu bekommen, zu heilen, zu integrieren, was zu integrieren ist, in Frieden zu kommen, was auch immer. Ja. Und die gebe ich natürlich frei. Also, ganz viel Liebe hier von der Insel zu euch.